Nachdem Sie nun einen ersten Eindruck von den massiven Täuschungsaktionen bekommen haben, die am 11. September stattfanden, wird es Zeit, die wahren Täter ausfindig zu machen. Da es sich, wie wir sehen werden, um eine globale, jahrhundertealte Verschwörung handelt, muss ich sehr weit ausholen, um Ihnen das ganze Ausmaß klarzumachen. Die folgenden Aussagen können unmöglich an dieser Stelle substanziiert werden. Das Thema ist einfach zu vielschichtig. Es liegt mir daher fern, Sie überzeugen zu wollen. Ich zeige Ihnen nur eine alternative Sicht der Dinge, ohne große Beweise. Mir ist klar, dass Ihnen das Folgende absolut unglaublich erscheinen muss. Aber sehen Sie selbst. Die größte Geschichte aller Zeiten spielt sich am Sternenhimmel ab. Dem Lauf der Himmelskörper wurde früher größte Aufmerksamkeit geschenkt, begriff man Sonne, Mond, Planeten und Fixsterne doch aus Unwissenheit zunächst als eigenständige Gottheiten. Schnell fanden sich die ersten Astrologen, die versuchten, aus den göttlichen Sternenbewegungen auf das Schicksal der Menschen zu schließen. Natürlich stellte sich bald heraus, dass ihre Vorhersagen in den seltensten Fällen eintrafen. Mit der Entwicklung der Wissenschaft und Mathematik wurden die Himmelskörper von eigenständigen Göttern zu Symbolen für die Schaffenskraft eines nun unsichtbaren Gottes. Einige Astrologen vertieften sich in Mathematik und Geometrie, da sie in bestimmten Zahlenverhältnissen den Geist Gottes, des großen Architekten, erkannt haben wollten. Diese Astrologen glaubten, ihr Gott habe seinen Willen, seinen Plan für die Welt, in verschlüsselter Form durch die Himmelsbewegungen ausgedrückt. Des Weiteren meinten sie in ihrem Wahn, es sei ihnen, die als einzige von der heiligen Geometrie wussten, zugefallen, den Plan Gottes auf Erden umzusetzen. Sie erfanden das astrologische Grundprinzip des wie am Himmel gesehen, so auf der Erde ausgeführt, oder kurz, wie im Himmel, so auf Erden. Das Verhängnisvolle an dieser Philosophie ist, dass die Astrologen nicht nur Gutes im Schilde führten. Denn so wie ihr Architekten Gott Tag und Nacht, Sommer und Winter gemacht hatte, müssten sie, so der Glaube, auch Gutes und Böses gleichermaßen ausführen, um die Welt in der Balance zu halten. Nach Ansicht der Astrologen ruhte das Schicksal der Welt auf ihren Schultern, und damit auch auf den notwendigen schlechten Taten. Natürlich werden schlechte Taten, die dem Individuum oder der Allgemeinheit schaden, zu Recht geächtet und die Schuldigen bestraft und möglichst aus der Gesellschaft ferngehalten. Die Astrologen, die Menschenopfer, Kriege und ähnliches planten, hätten sich schnell den Zorn ihrer Zeitgenossen zugezogen. Also mussten sie im Verborgenen handeln, damit die als dumme, friedfertige Schafsherde angesehene Bevölkerung die von Gott befohlenen, zur Wahrung der Balance ausgeführten abscheulichen Daten nur als Zufall und nicht als Absicht erkennen würde. Die erste Geheimgesellschaft war geboren und damit auch die bis heute laufende Verschwörung. Als erstes begannen die astrologischen Verschwörer damit, die vielen Naturreligionen, die sich verständlicherweise auch auf den Sternenhimmel bezogen, zu wenigen großen, hierarchisch aufgebauten Religionen zusammenzufassen. An die Spitze dieser Religionen setzten sie dann Marionetten, die die Schafe hüten sollten. Und auch ein paar heilige Bücher mit Wundergeschichten mussten geschrieben werden. Dabei orientierten sie sich natürlich an astrologischen Prinzipien, die der breiten Masse aber als echte historische Ereignisse verkauft wurden. Betrachten wir exemplarisch die bekannteste astrologische Figur. Das ist das Kreuz des Tierkreises, eines der ältesten konzeptionellen Bilder der menschlichen Geschichte. Es gibt die Sonne wieder, wie sie bildlich durch die 12 Haupttierkreiszeichen im Laufe eines Jahres wandert. Es zeigt außerdem die 12 Monate des Jahres, die 4 Jahreszeiten, sowie Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen. Der Begriff Tierkreis leitet sich daraus ab, dass die Sternbilder anthropomorphisiert oder personifiziert wurden, als Figuren oder Tiere. In anderen Worten, die frühen Zivilisationen beobachteten die Sonne und die Sterne nicht nur, sie personifizierten sie mit reichhaltigen Mythen, die ihre Bewegungen und Beziehungen zueinander beinhalteten. Die Sonne mit ihren lebensspendenden und bewahrenden Eigenschaften wurde personifiziert als Vertreter des unsichtbaren Schöpfers oder Gott. Gottes Sonne, das Licht der Welt, der Retter der Menschheit. Zusätzlich repräsentierten die 12 Tierkreiszeichen Orte auf der Reise von Gottes Sonne und wurden durch Namen identifiziert, die sich gewöhnlich aus Naturereignissen ableiteten, die in diesem Zeitraum geschahen. Wie zum Beispiel der Wassermann, der den Frühlingsregen bringt.
Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria am 25. Dezember in Bethlehem geboren. Seine Geburt wurde von einem Stern im Osten angekündigt, welchem drei Könige oder Weise folgten, um den neugeborenen Retter zu finden und zu beschenken. Er war ein Lehrer mit 12 und mit 30 wurde er von Johannes dem Täufer getauft und begann damit sein geistliches Amt. Jesus hatte 12 Jünger, mit denen er umherreiste und Wunder vollbrachte, wie Kranke heilen, übers Wasser gehen, Tote wiederzubeleben. Er war außerdem bekannt als der König der Könige, der Sohn Gottes, das Licht der Welt, das Alpha und Omega, das Lamm Gottes und viele andere mehr. Nachdem er von seinem Jünger Judas für 30 Stücke Silber verraten wurde, wurde er gekreuzigt, in ein Grab gelegt und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und wurde in den Himmel gesandt. Als erstes, der Geburtsvorgang ist komplett astrologischen Ursprungs. Der Stern im Osten ist Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel, welcher am 24. Dezember zusammen mit den 3 hellsten Sternen des Gürtels des Orion eine Linie bildet. Diese 3 Sterne werden noch heute so genannt, wie sie in der Antike genannt wurden. Die 3 Könige. Und die 3 Könige zusammen mit dem hellsten Stern am Nachthimmel Sirius zeigen auf den Punkt des Sonnenaufgangs am 25. Dezember. Deshalb folgen die 3 Könige dem Stern im Osten, um den Ort des Sonnenaufgangs zu finden. Die Geburt der Sonne. Die Jungfrau Maria ist das Sternbild Jungfrau. Das antike Schriftzeichen der Jungfrau ist ein verändertes M. Deshalb beginnt Maria sowie andere Jungfrauenmütter, etwa Adonis Mutter Myra oder Buddhas Mutter Maya, mit einem M. Das Sternbild Jungfrau wird auch als das Haus des Brotes bezeichnet. Und die Repräsentation dafür ist eine Jungfrau, die ein Bündel Weizen hält. Das Haus des Brotes und das Symbol des Weizens repräsentieren August und September, die Zeit der Ernte. Bethlehem wiederum wird tatsächlich wörtlich übersetzt als Haus des Brotes. Bethlehem ist dementsprechend die Bezugnahme auf das Sternbild Jungfrau, ein Ort am Himmel, nicht auf der Erde. Es gibt ein weiteres sehr interessantes Phänomen, das sich am 25. Dezember bzw. der Wintersonnenwende ereignet. Von der Sommer- zur Wintersonnenwende werden die Tage kürzer und kälter. Und aus Sicht der nördlichen Hemisphäre scheint sich die Sonne nach Süden zu bewegen und wird dabei kleiner und scheint selten. Das Kürzerwerden der Tage und das Ende der Ernte auf dem Weg zur Wintersonnenwende symbolisierten für die antiken Völker den Tod. Es war der Tod der Sonne. Am 22. Dezember ist das Ableben der Sonne vollständig erreicht. Die Sonne war 6 Monate lang stetig nach Süden gewandert und hat nun ihren niedrigsten Punkt am Himmel erreicht. Hier passiert dann Folgendes. Die Sonne hört auf, sich nach Süden zu bewegen, für mindestens 3 Tage. Nach dieser Phase, am 25. Dezember, bewegt sich die Sonne um 1 Grad, diesmal nach Norden, und lässt damit längere Tage Wärme und Frühling vorausahnen. Und deshalb wurde gesagt, die Sonne starb am Kreuz, war für 3 Tage tot und ist danach wieder auferstanden bzw. wiederbelebt worden. Deshalb teilen sich Jesus und zahlreiche andere Sonnengötter das Kreuzigung, 3 Tage Tod und Wiederauferstehungskonzept. Es ist die Übergangsphase der Sonne, bevor sie die Richtung ändert, zurück in die nördliche Hemisphäre, um Frühling und damit Erlösung zu bringen. Gefeiert wurde die Wiederauferstehung der Sonne allerdings nicht bis zur Frühlingstag- und Nachtgleiche oder Ostern. Das ist, weil mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche die Sonne offiziell die böse Dunkelheit überwältigt hat. Denn der Tag wird ab diesem Zeitpunkt länger als die Nacht, womit die wiederbelebenden Frühlingsbedingungen beginnen. Die wahrscheinlich offensichtlichste astrologische Symbolik rund um Jesus betrifft die 12 Jünger. Sie sind schlicht die 12 Sternzeichen des Tierkreises, mit welchen Jesus, der die Sonne ist, umherreist. Tatsache ist, dass die Nummer 12 mehrfach in der Bibel wiederholt wird. Dieser Text hat mehr mit Astrologie zu tun als mit irgendetwas anderem.